Als Fußballer ist es immer am besten, wenn man ein Spiel hat. Und deswegen, ich freue mich, dass jetzt eine kurze Woche für uns da sind, auch wenn wir jetzt einen guten Lauf haben. Und ja, deswegen freuen wir uns, dass es so kurz ist nach dem Nürnberg-Spiel. Also ich persönlich mag diese kurzen Wochen. Von einem Spiel ins nächste. Man hat direkt eine kurze Trainingswoche, vollen Fokus auf den nächsten Gegner. Nicht lang was anderes machen, direkt fokussieren. Und wir freuen uns auf das Spiel. Einen sehr disziplinierten und kompakten Gegner erwartet die Jahn-Elf. Ja, es wird wieder ein enges Spiel, wo Kleinigkeiten das Spiel entscheiden werden. Und ich denke, wenn wir alles abrufen, werden wir das Spiel für uns entscheiden. Wir stehen hinten sehr gut, sind sehr zweikampfstark. Wir müssen da alles reinwerfen, wir müssen sie anlaufen, wir müssen aggressiv sein. Wir müssen vor allen Dingen in die Tiefe spielen, unsere Stärken ausspielen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir da ein Erfolgserlebnis haben. Anstoß der Partie ist am Freitag um 18.30 Uhr. Das erste Flutlichtspiel in dieser Saison also für die Jahn-Profis. Flutlichtspiele sind immer was Besonderes. Vor allen Dingen vor der Kulisse dann am Freitag bei uns. Da freuen wir uns alle drauf. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Wie gesagt, das ist das erste Spiel unter Flutlicht. Und ja, mit den Fans im Rücken werden wir die Hütte anbrennen.